Hallo und herzlich willkommen hier im goldenen Oktober. Der Herbst hat begonnen und der Herbst bedeutet ab ins Gelände. Wir laden euch ein auf eine kleine Gravel-Tour und haben uns dazu ein passendes Rad rausgesucht. Und zwar haben wir dieses Mal das 2020er Cube Cross Race Pro, ein Aluminium-Crosser. Der allerdings von der Ausstattung her, und darauf werde ich nachher noch ein bisschen genauer eingehen, fast schon eher eigentlich auch in Richtung Gravel geht. Für ausgedehnte Touren über Waldwege, Felder und Wiesen. Und genau das werden wir heute mal machen, hier in diesen wunderbaren Stunden des goldenen Oktober. Und ja, dazu lade ich euch ein. Und dann wollen wir mal loslegen, ne? Das Crossrace Pro, was wir hier haben, ist erstmal von der Geometrie her und vom Rahmen her schon sehr kompakt. Also wirklich kompakt unter mir, wendig unter mir. Also es hat schon vom Rahmen her eben diese Cyclocross-Gene, das merkt man ganz deutlich, wenn man drauf sitzt. Sehr kompakt und wendig, aber von der Ausstattung her haben wir jetzt hier eine fast komplette 105er-Gruppe. Und so ein bisschen als Besonderheit, deswegen ich auch meine, ist halt mehr so ein bisschen, also weniger ein reines Cyclocross-Rad als eher so ein Gravel. Das macht eben die Kurbelgarnitur aus. Also man hat hier eine Kompaktkurbel vorne, 50, 34 Zähne und hinten eine 11, 34er Kassette. Das heißt, man kann schon ganz schön auch Tempo machen auf gerader Strecke, auf solchen Waldwegen wie hier. Lässt sich wirklich schön flott fahren auch und mit Tempo das Ganze, aber durch die große Kassette hinten hat man halt einen sehr großen Einsatzbereich, dass man halt auch wirklich, wenn man mal ins Gelände fährt oder Abstecher macht auf dem Trail oder steilere Anstiege fährt, dass einem da die Kapazität nicht ausgeht. Kurz gesagt, es fährt sich halt wie ein Cyclocross-Rad, was aber eben mehr Rennradübersetzung oder Gravel-Übersetzung mit sich bringt. Also eine ganz schöne Geschichte. Ansonsten haben wir eine komplette 105er Ausstattung drauf, mal abgesehen von der Kurbel. Das heißt Schaltwerk, Schalthebel, Bremsen, ist alles aus der 105er Kurve von Shimano. Auch noch wichtig fürs Fahrverhalten sind Laufräder und Reifen. Und wir haben jetzt hier den Schwalbe X-Bone drauf. Im Vergleich zum G1, der jetzt mehr so die Gravel-Variante ist, ein bisschen groberes Profil und dadurch auch mehr Grip auf unbefestigten Wegen, ein bisschen mehr Seitenhalt. Ja, das Crossrace Pro zeichnet sich halt im Unterschied dann auch zu dem Einstiegs-Crossrace durch die hydraulischen Bremsen aus. Also man hat ja jetzt die Shimano 105 hydraulische Bremsanlage und die sieht wirklich super und ist auch wirklich gut dosierbar. Und das Schöne ist halt, man braucht dafür relativ wenig Handkräfte. Also das ist auch gerade, wenn es mal kälter ist, wenn man im Winter fährt, auch ein Faktor, den man mit einbrechen sollte. Also Bedienkräfte sind bei einer Hydraulikbremse immer ein bisschen geringer, was eine ganz angenehme Sache ist, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird. So, naja gut, so viel erstmal dazu. Ich drehe jetzt mal noch eine Runde, probiere das hier nochmal über ein paar wechselnde Untergründe aus und dann geht's gleich weiter. Unsere Herbsttour durch den goldenen Oktober mit dem wunderbaren
Cube Cross Race Pro ist absolviert. Und zusammenfassend muss ich sagen, es hat auf verschiedensten Untergründen viel Spaß gemacht, wozu auch die Ausstattung des Rades einfach beigetragen hat. Du hast halt mit dem leichten Aluminiumrahmen wirklich einen kompakten, wendigen Rahmen, auch gerade im Zusammenspiel mit der Carbongabel, mit dem konischen Steuerrohr, wirklich viel Kontrolle bringt über das Rad, auch im Gelände. Es lässt sich aber auch wirklich halt auf gerader, ebener Strecke wirklich sehr gut beschleunigen, sehr gut fahren und sehr gut dahin rollen. Ist halt, wie ich schon gesagt habe, von der Übersetzung her, mit der Shimano-Kurbel, mit einer 5034, eigentlich eher so für mehr Tempo gerade Strecke ausgelegt. Ja, Kompaktkurbel hat man jetzt im Vergleich zu den Crosskurbeln nicht ganz so klein die Übersetzung gewählt und hinten halt mit der 1134er Kassette wirklich eine große Bandbreite. Dann hast du mit dem 105er Schaltwerk und den 105er Schalthebeln wirklich auch immer sehr präzises Schalten, auch wenn es halt mal wirklich mal bergauf geht und du trotzdem noch auf einen kleineren Gang schalten möchtest, dann funktioniert das alles tadellos. Also da ist wirklich viel knackige Schaltperformance dahinter. Was halt auch immer ein schönes Zusammenspiel ergibt, sind die Hydraulikbremsen, die hydraulischen Scheibenbremsen, die 105er mit den 12 mm Steckachsen. Das hat halt wirklich ein sehr stabiles Bremsverhalten, auch das ganze Rad dadurch. Und die Hydraulikbremsen machen halt wirklich auch einen super zuverlässigen Eindruck. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Wenn ihr gravelt oder crossen wollt, definitiv in Richtung hydraulische Scheibenbremsen gehen. Das ist definitiv das Mittel der Wahl fürs Gelände auch. Und gerade bei Nässe und Dreck immer zuverlässige Bremsperformance. Was mir auch gut gefallen hat auf der Testfahrt, ist die Laufrad-Reifen-Kombination. Man hat ja eher ein klassisch eingespeichtes Laufrad von Alex Rims, eine stabile Felge mit vor allem sehr steifen und stabilen Laufradsatz. Das ist, kommt euch halt entgegen, wenn ihr wirklich das Rad ein bisschen intensiver auch im Gelände nutzt oder, was ja auch immer eine Option ist, das Ganze ein bisschen mehr belastet. Also wenn ihr jetzt auf einer längeren Tour mit Gepäck fahrt, dann kommt euch so ein stabiler Laufradsatz da auf jeden Fall entgegen. Mir hat es, wie gesagt, jetzt hier auf der Testfahrt wirklich viel Fahrstabilität gegeben. Auch auf den Abfahrten kann man definitiv empfehlen. Und nicht zu vergessen, der Schwalbe X1-Reifen ist eigentlich ein Reifen, der auf den meisten Untergründen sehr gut rollt, aber vor allem seine Stärken halt auf unbefestigten Wegen hat. Also du hast halt in Kurvenfahrten immer entsprechenden Grip. Und wenn es halt mal so ein bisschen befestigter ist oder auch über Asphaltpassagen geht, dann rollt er trotzdem wirklich sehr angenehm. Also es ist ein schöner Reifen. Lenker, Vorbau, Sattelstütze kommen von Cube selber, auch der Sattel. Durchaus praktikabler Aluminiumteile. Ich persönlich würde es für Leute empfehlen, die schon ein flexibles Rad suchen, was einen Schwerpunkt auf unbefestigten Wegen hat, den ein Crosser aber zu speziell ist. Ein reiner Crosser, und der findet halt eigentlich mit dem Cross Race Pro von Cube ein Rad, was irgendwo zwischen reinem Cyclocross-Rad und schon mehr in Richtung Gravel geht. Das ist definitiv eine flexible Angelegenheit für Leute, die halt so ein Cyclocross-Rad auch nutzen, um damit Touren zu fahren und über unbefestigte Wege oder auch mal eine Tagestour zu unternehmen. So ein bisschen Adventure-Time. Dafür ist es auf jeden Fall das richtige Rad. Das Ganze für 1299 Euro. Durchaus stimmiges Gesamtpaket. Und auf jeden Fall stimmt da halt auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also da kann man wirklich eine Empfehlung aussprechen. Wenn ihr auch gerne mal das Cube Crossrace Pro ausprobieren wollt, dann kommt gerne mal bei uns in den Läden vorbei. Und dann könnt ihr euch selber einen Eindruck holen, ob das ein Rad für euch ist oder nicht. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich denke, das wird euch auch so gehen, weil es wirklich ein flexibles und flottes Rad ist, mit dem man viel Spaß haben kann. Wenn euch unsere kleine Testfahrt durch den goldenen Oktober gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Thumbs up dalassen oder ein Abo. Und wir sehen uns dann bei unserer nächsten Testrunde. Mal sehen, was wir dann für euch vorbereitet haben. Bis dann.